Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich versuche gerade einen Rochen zu zähmen. Ihr merkt es an meiner bebenden Stimme, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie es auf dem Papier geschrieben steht. Irgendwo da hinten ist er, ein Level 8er Rochen, der hoffentlich gleich mir gehört. Ich habe, glaube ich, so ungefähr schon die Hälfte gezähmt von ihm. Und dieses blöde Geflimmer, es geht mir immer noch so auf den Nerv. Ich hab dieses R-Punkt-Bloom-Quality, ne, habe ich auf 0 gemacht. Und es flimmert immer noch, die Scheiße. Komm her. Komm, du blöder Hund. Lass dich doch füttern. Ah. Lass dich füttern. Komm doch. Ja. Okay, ich habe nicht gesehen, wie viel ich schon jetzt drin habe bei ihm. Ich hoffe, dass da hinten sind ich, dies und keine Haie. Haie, oh Gott. Von Haien will ich ja gar nicht anfangen hier. So. Das Bug Repellent hält noch. 5 Minuten ungefähr. Sollte passen. Komm, du bist Level 8, du blöder Hund, du blöder Rochen, du blöder. Das muss doch klappen. Level 8 hier, hallo? Ich werde ihn dann erstmal parken. Unter Wasser. Dann hole ich schnell von Beretta, hole ich schnell den Sattel. Und dann... Vor allem, ich rede schon so, als wenn ich ihn schon längst habe, ne? Hab ich dich Akku gemacht? Ich weiß immer nicht, ob ich sie Akku gemacht habe. Aber ich muss ihn, glaube ich, nur noch einmal füttern, dann müsste ich ihn haben. Alter, schwimm doch nicht auf mich zu. Oh Gott. Okay, diese blöde... die Taktik mit der Zähmen-Fangstation, die hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das ist aber egal. So, ich will jetzt noch einmal versuchen. Einmal muss ich noch versuchen, Fleisch reinzudrücken. Dann habe ich ihn... Also Fleisch hier, Angergel meine ich natürlich, kein Fleisch. Wieso noch nicht gezähmt, wieso noch nicht, was soll das? Vor allem, dass man denen das Fleisch hinten reindrücken muss, ist auch so witzig. Wieso bist du noch nicht gezähmt, wieso nicht? Du Vampir der Meere, du hässliches Vieh. Warte. Lass mich hinten ran. Ja! Okay, jetzt Achtung. Nein, nicht benennen. So, wir bleiben unter Wasser mit dem. Level 11. So, du bleibst schön unter Wasser. Du hast keinen Grund aufzutauchen. Warte mal. Nein. Beweg dich einfach nicht. Bleib einfach da. Bleib da, wo du bist. Ich komme gleich wieder. So weit waren wir schon mal. Wir erinnern uns. Und dann ist er irgendwie zu weit aus dem Wasser aufgetaucht, dieser blöde Manta. Und ist gestorben. Ja. Und diesmal nicht. Nicht dieses Mal. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal recke ich erstmal Stamina und esse erstmal ein bisschen Fleisch. So. Stamina recken. Genau. So, jetzt holen wir uns den Sattel vom Rochen. Ziehen dem Rochen den Sattel auf und dann bewegen wir uns mit dem irgendwo hin. So, Sattel. Wie sieht's eigentlich mit meinen Klamotten aus? Sieht noch gut aus. Alter, es kann so einfach sein mit diesen Rochen, aber es kann auch so nervig sein. So, habe ich den jetzt geparkt? Da hinten ist er, ne? Ja, da schwimmt er rum. Er treibt. Jetzt machen wir dem Treiben ein Ende. Wunderschön. So, komm mal her, du Saftsack. Oh Gott, Alter, der braucht Fleisch. Scheiße. Ah, Moment, ich habe ja mein eigenes Fleisch. Ich gebe dir schnell mein Fleisch. Oh Gott, der braucht... Alter, der braucht das zu essen. Moment, wir müssen erstmal schnell aus Bertha... Aus Beretta muss ich nochmal schnell Fleisch rausholen. Der hat ja gar nichts mehr an Food. Habt ihr das gesehen? Der ist ja voll am Verhungern. Alter, Scheiße. Schnell. Schnell die Flossen ausziehen hier. Komm. Renn. Mach. Brauchen so viel Fleisch, wie wir nur irgendwie kriegen können. Der frisst ja, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und ich nehme mir mal auch gleich noch ein bisschen was raus. Los. Und hier Flossen an. Los.
Alter, scheiße, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie wenig Essen der noch hatte? Wie wenig Food? Vielleicht ist mir der andere auch verhungert. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hatte der einfach so viel Hunger gehabt, dass er dann gestorben ist. So, hier jetzt. Du Fresssack. Alter, guckt euch das an, wie der das Fleisch vernichtet. Zieht euch das rein. Ha! Oh nein, ist ein Hai. Scheiße. Nein, 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 ich sehe nicht, wo ich hin... Nein, ich sehe nicht, wo ich hingehe. Wow, was ist denn das? Was ist denn das für eine Steuerung, Alter? Scheiße, ich sehe nicht, wo oben und unten ist. Oh Gott, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wie drehe ich? Wie drehe ich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah nein, 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 nein. Schnell weg, scheiße, ich sehe nicht wie und wo und überhaupt. Ach du Scheiße, was kommt da denn alles an? Oh, wie, was ist denn das für eine hässliche Kacksteuerung? Wie drehe ich denn die Scheiße? Ich weiß gar nichts. Wie mache ich das? Wie steuere ich das denn? Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das steuere. Ich bin irgendwie schräg, ich weiß nicht, wie ich das gerade krieg. Oh, ist das hässlich. Das ist ja mal eine Scheißsteuerung. Alter Verwalter, ist das hässlich. Das ist ja mal ultra kacke. Alter, ich sehe nicht, wo oben... Alter, wie kann ich mich gerade ausrichten? Oh Gott, ist das mies. Ach so, wartet mal. In die Richtung, in die ich gucke, anscheinend. Oh, das ist ja mal eine richtig beschissene Steuerung. Das ist ja mal richtig scheiße. Wie kann ich denn gerade schwimmen? Oh Gott. Oh Gott. Und die scheiß ich dies auch noch, ey. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich bin. Okay, da ist der grüne Obelisk. Moment. Ich will eigentlich nur schnell in meinen sicheren Hafen rein und alles andere ist mir eigentlich gerade Wumpe. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Oh, das ist eine Steuerung, ey. Das glaubt ihr gar nicht, wie unkomfortabel das ist. Also wer hat sich denn, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wer hat sich denn diese Kacksteuerung ausgedacht? Wirklich, das ist ja mal richtig schlecht. Das ist überhaupt nicht haptisch. Das ist ein einziger Albtraum ist das, diese Steuerung. Sowas Schlechtes. Sorry, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen ausraste, aber das ist gerade echt... Das ist ein Krampf, ist das, diese Steuerung, wirklich. Und dann sind die Dinger auch noch so fragil, dass man mit denen nicht aus dem Wasser raus kann. Ja. Guckt mal, wie ich hier schräg hänge. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich gerade drehen soll. Das wäre mal eine Bank, wenn ich das wüsste, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade in die richtige Richtung schwimme. Ich will eigentlich in mein kleines Gebäude, was ich gemacht habe... Aber ich sehe das ja gar nicht, weil die Kamera auch so komisch ausgerichtet ist. Und ich habe auch Angst, jetzt an die Wasseroberfläche zu schwimmen, weil wenn ich das mache, könnte es sein, dass der stirbt. Werde ich verfolgt von irgendwas eigentlich? Ich springe mal hier kurz ab. Ich muss mal gucken, wo ich bin. Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. Okay, wir sind schon vorbeigeschwommen. Wir sind schon viel zu weit geschwommen. Warte mal. Oh, kannst du dich bitte mal gerade ausrichten? Das ist ja abartig ätzend. Oh nein, noch ein Rochen. Nicht, dass der jetzt hier stirbt, ey. Oh, wie zur Hölle. Ich weiß halt auch nicht, wie weit ich an die Wasseroberfläche auftauchen kann, bevor er Leben verliert. Das ist halt das andere Ding. Oh, da ist mein sicherer Hafen. Oh Gott, komm. Zieh rum, komm. Oh, ja. Tür zu, schnell. So, jetzt ist die Frage, verlierst du Leben? Ach du Scheiße, das ist ein Hai. Moment, hier, Beretta, komm. Du musst mir helfen, hier ist ein Hai. War das ein Hai? Nein, wieso ist die Tür offen? Ich hab die doch zugemacht gerade. Was für eine Kackscheiße hier schon wieder. Gott. Ver
Verzeihung, dass ich so ausraste, aber wirklich, das, wenn so ein Tier so hässlich mies zu zähmen ist, ne, dann werde ich da so immer so minimal aggro bei sowas, wenn dann sowas so schief geht auch noch. So, was ist jetzt hier gewesen? Hier war doch gerade irgendwas im Wasser und ist da gegen die Wand. Ich habe es doch gerade noch gesehen. Was war denn das gerade wieder? Es war doch ein Hai, oder nicht? Ich habe es doch gesehen. Da war doch irgendwas. Wo ist das denn jetzt wieder hin? Ah. Eskalation. Eskalation. mein Gott. Okay, ganz ruhig. Moment, ich muss mal gerade. So, jetzt, ich bin wieder ruhig, ja? Ich bin wieder ganz ruhig. Wusa. War das der Rochen von gerade eben, der mich da verfolgt hatte? Könnte sein, ne? Wenn der so schnell wieder weg ist. Oh Gott. Voll erschrocken. Voll ins Bärengesicht geschaut, ey. Ah. Ist alles gut, es ist nur ein Bär. Es ist nur ein Bär. Es ist nur ein Bär. So, Moment. Schuhe. Jetzt will ich mal gerade nochmal den Rochen angucken. Du verlierst kein Leben, ne? So wie du da hängst, ist alles gut, ne? Also, sicher sein kann man da, glaube ich, gar nicht, was das angeht. Remote use mal. Okay, nee, das bringt nichts. Wie soll man die denn dann auch leveln, wenn die so fragil sind? Vor allem auf was? Leben. Der hat nur 320 Leben. Alter. Okay. Das ist mal richtig, richtig wenig. Und ich schätze mal, es wird wohl auch so sein, wenn ich den auf Leben skille. Ja, dass das gar nichts bringt dann. Weil der wahrscheinlich überhaupt nichts dazu bekommt bei Leben. Vielleicht nur so 10 oder so pro Level. Na klasse. Also ich sag's mal so. Diese Rochen, die können einen echt unterjochen. Und ich meine damit nicht unterm Jochen. Ich meine unterjochen. Das hat mit dem Jochen nichts zu tun. Ach, ja, das ist ein guter Name. Wartet mal, wo ich gerade bei Namen und so bin. Den müssen wir ja noch einen Namen geben. Ich sollte mal die Aggression auf neutral ändern. So. Wie nennt man einen Rochen? Jetzt vertippe ich mich auch noch, super. Jochen. Das ist nämlich Jochen der Rochen. Haha. Und ich wette mit euch, dass kein YouTuber auf diese geniale Idee gekommen ist. Wahrscheinlich haben das schon 10 andere YouTuber so gemacht und haben ihren Rochen Jochen genannt. Ja, aber egal, das ist mir sowas von egal. Könnt ihr von mir aus drunter schreiben, das habt schon der und der hat den schon so genannt. Das ist mir sowas von egal jetzt. Jochen heißt mein Rochen. So. Ach, wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt fast Angst, mit Jochen noch irgendwas zu machen. Ja. Soll ich mit Jochen noch was machen? Ich weiß es gar nicht. Was kann man denn mit Jochen eigentlich machen? Was kann man denn mit so einem Rochen machen? Ich glaube, mit dem kann man gar nichts machen. Den kann man nur angucken. Weil für alles andere ist er zu schade. Und ich merke gerade was. Wartet mal. Ich pack mal jetzt mein Bug Repellent. Packe ich jetzt erstmal weg wieder. Sonst verrottet mir das hier selig vor sich hin. Das Anglergel kann ja nicht verrotten. Was kann man jetzt mit so einem Rochen machen? Ihr könnt mir das ja mal sagen, wenn ihr da irgendwie eine sinnvolle Anwendung habt für den Rochen, wenn ihr vielleicht schon einen habt, könnt ihr ja sagen, der Rochen, der ist gut, um schräg im Wasser zu hängen zum Beispiel. Rückwärts kann ich ja auch nicht schwimmen, ne? Das heißt, ich habe mich hier schon voll in die Sackgasse begeben. Tolle Wurst. Wartet mal, ich guck erstmal, ob die Luft rein ist. Ich hätte hier Fenster einbauen sollen. Hier irgendwas Gefährliches? Ich meine, ich sollte vielleicht einfach mal hier ein bisschen rumschwimmen, einfach nur um es zu genießen. Was ist das da drüben? Ist das ein Ichthi? Das könnte auch ein... es ist ein Hai. Scheiße. Das ist, glaube ich, der Hai, der mich vorhin verfolgt hat mit dem
mit dem Rochen, der den Jochen verfolgt hat. Den Jochen-Rochen. Was ist das? Oh Gott, ein Trilobit. Also alles wird hier echt plötzlich zur Gefahr. Das ist wirklich so. Ich könnte natürlich mal versuchen, den Hai anzulocken, sodass die Beretta den vernichten kann. Komm mal her, Hai. Jawoll. Da stehst du drauf, hä? Kleine Bären im Wasser. Du mieses Schweinchen. Ja, komm nur her. Komm nur zu mir. Ja, jetzt verlierst du wieder die Akro, ne? Jetzt verlierst du wieder die Akro. Du bist so ein kleines Schweinchen. Komm her, du Grinsebärt. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist ein Rochen im Wasser. Aber es war nur der Schatten vom Petri da. So, jetzt hole ich mir mal schnell meine Beretta. Ich hole mir meine Beretta. Ist auch schön, das Wortspiel, ne? Ist eigentlich echt nice. So, komm mal her, Beretta. Wir müssen einen Hai platt machen. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ich mit Jochen jetzt machen kann. Wenn ihr es wisst. Wenn ihr es nicht wisst, dann ist es auch egal. So, jetzt ist der Hai, jetzt taucht er ab, das kleine Schweinchen, oder? Ah, jetzt hat er die Akro. Genau, komm mal her. Komm her zum Bär. So, jetzt locken wir dich an Land. So ein bisschen, so halb. Perfekt. Haha, hier gibt's kein Greenpeace, das dich zurückschubst. Hier gibt's nur mich. Haha. Juhu, juhu, juhu. Level für den Bären. Level für Beretta. So finde ich das nice. So macht mir das Spaß, wenn meine Bären leveln. Dann ist alles gut. Wie viel Uhr ist es eigentlich? 19 Uhr im Spiel. Ich weiß nicht, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich jetzt mit Jochen irgendwas machen soll. Ob ich jetzt noch irgendwie rumschwimmen soll mit dem oder nicht. Oder ob sich das Risiko lohnt. Jochen ist, glaube ich, echt so ein Prestige-Objekt. Damit kann man gar nichts machen. Das ist viel zu empfindlich, um damit überhaupt irgendwas zu machen. Der hängt einfach nur so da. Und ist halt einfach anwesend. Alleine schon, wie ich hier drauf hocke. Das ist doch wirklich, also so schräg und so. Ich meine, was ist das denn? Vor allem, wie kriege ich das denn hin, dass der gerade schwimmt? Wenn ich wenigstens mal die Steuerung irgendwie erklärt bekommen würde. Vielleicht, wartet mal, vielleicht der Sattel von Jochen? Vielleicht steht da was? Equip a mentor with this to ride it. Ja, große Hilfe. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt... Oh, da hat er Leben verloren. Habt ihr das gesehen? Ich bin noch mal ganz kurz an Land und er hat sofort Leben verloren. Ist ja mal richtig mies, ey. Okay, man kann ihn natürlich force feeden, aber... Das ist trotzdem keine schöne Sache. Ich müsste diesen Käfig hier mal ein bisschen vergrößern noch. Das wäre mal eine Idee. Das könnte ich mal noch machen. Dann könnte ich wenigstens hier so in diesem abgegrenzten Bereich ein bisschen mit ihm was machen. Ein bisschen rumschwimmen, ein bisschen üben und so. Ohne, dass er da gleich gefressen wird von irgendwas. Jetzt alleine, wenn der schon wieder hier an dieser etwas größeren Lücke ist, ne? Da habe ich schon wieder Angst, dass ihn dann wieder irgendein Hai sieht durch die Lücke und ihn dann hier irgendwie tot beißt deswegen. Das ist schon wieder... Ah, da kriege ich schon wieder einen Kasper hier, wirklich. Mit solchen Tieren. Ah, er hat ein Level ab. Jetzt gucken wir mal, wenn ich ihm Leben gebe. Wie viel kriegt er? Er hat 4 Lebenspunkte bekommen. 4 Lebenspunkte. Oh Gott, nein, niemals. Das Vieh wird sowas von sterben. Es wird sterben, einfach so. Das ist ja wie ein Baby. Das ist ja wie ein Dino-Baby, ist er. Toll, jetzt habe ich wieder Betonwasser. Jetzt haben wir wieder Nebel. Okay, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Mal schauen, was ich dann machen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Ich kann euch mal, genau, in der Base haben sich ein paar Sachen verändert. Da kann ich euch ein bisschen was zeigen.
Und ja, wir lassen jetzt Jochen, den Rochen, den lassen wir jetzt einfach mal da hocken und sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.